Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist mal wieder Tag-Time und die liebe Isa von It's Funk hat mich zu diesem Tag hier inspiriert, beziehungsweise hat sie mich auch direkt getaggt. Und zwar der Buchtitel- oder Bookcover-Tag. Dabei geht es um 10 Fragen, die man mit einem Buchtitel jeweils beantworten soll. Ein paar habe ich mir hier schon mal bereitgelegt. Ein paar blende ich euch dann immer ein, weil ich die Bücher entweder noch gar nicht habe oder auch ein Kindle habe und euch nicht direkt in die Kamera halten kann. Und es ist gar nicht so einfach gewesen, mir da Antworten zu überlegen zu manchen Fragen. Und deswegen finde ich den Tag auch so super spannend. Ich habe ihn schon bei Toto, ich muss mal gucken, und auch bei Paddy gesehen, die verlinke ich euch. Ich lege schon mal los mit den Tags, denn ich möchte, dass andere den Tag auch machen, weil ich den richtig spannend finde. Also, falls ihr den noch nicht gemacht habt, tagge ich hiermit schon mal die liebe Anne von Goldschrift, Francis Dances, die Laura F. Lolle, die Madame Jenny, Nettie, Tammy und den lieben Phil. Also ihr könnt euch schon mal getaggt fühlen und ich lege jetzt mal los mit den Fragen. Frage 1 hat es schon mal richtig in sich und zwar ein Titel, That's the story of your life. Oh mein Gott, wenn man viele Thriller liest, möchte man schon mal nicht, dass die irgendwie die Lebensgeschichte beinhalten. Und ich habe mir ein Buch ausgesucht, was ich nicht mehr habe, weil ich es nur ausgeliehen bekommen habe und zwar von Grégoire Delacour. Ich muss nachlesen, mein Französisch. Ist nicht so hängen geblieben. Alle meine Wünsche heißt dieses Buch. Ich blende euch das mal ein. Und ich finde, das ist ein schönes Thema. Ich versuche immer so zu leben, wie ich Lust dazu habe, meine Wünsche mir selber zu erfüllen, nicht so viel auf andere zu hören, sondern das zu machen, was mich glücklich macht. Und dieses Buch gibt es eigentlich ganz gut wieder, sowohl im Titel als auch vom Inhalt her. Und deswegen habe ich das ausgesucht. Die nächste Frage ist auch sehr, sehr schön. Da konnte ich allerdings nicht mit Büchern antworten, die ich schon gelesen habe, weil es alles nicht gepasst hat. Denn es geht um den Titel That Describes Your Perfect Weekend. Und da habe ich mir einfach mal New York Diaries ausgesucht. Die Bücher habe ich noch nicht gelesen, die stehen aber auf jeden Fall auf meiner Wishlist. Ich möchte sie unbedingt noch lesen. Und allein vom Inhalt her, ihr wisst, ich liebe, liebe New York und ja, dieser Titel beschreibt ziemlich gut ein perfektes Wochenende, am besten mehrere Wochen, nicht nur ein Wochenende, weil die Stadt einfach großartig ist, meine liebste Stadt überhaupt und deswegen habe ich mir diesen Buchtitel ausgesucht. Kommen wir zum ersten Buch, was ich euch direkt in die Kamera halten kann, Title of an Adventure You'd Like to Go On. Und da habe ich es mir ziemlich einfach gemacht, denn dieses Adventure werde ich ja quasi machen. Und zwar habe ich mir von Silke Schanz und Christian Wüstenberg aus Dreien in 100 Tagen ausgesucht. Dazu gibt es auch einen Film. Und hier gibt es viele schöne Bilder, schöne Texte. Die sind allerdings einmal komplett um den Kontinent gereist in 100 Tagen. Ich werde knapp 100 Tage eher hier so verbringen. Viel hier, hier, da, ein bisschen da in der Mitte und auch ein bisschen hier. Und das ist ein Riesenabenteuer. Ich freue mich drauf. Ich weiß gar nicht, wenn dieser Tag hier online geht, ob ich dann schon los bin. Auf jeden Fall ist es nicht mehr lang. Heute sind es noch 21 Tage, glaube ich. Oh mein Gott. Ich freue mich riesig drauf. Es wird, wie gesagt, ein Riesenabenteuer und ich glaube, es wird gut. Also nicht nur ein Abenteuer, was ich gerne erleben möchte, sondern was ich dieses Jahr mir erfülle. Das war jetzt richtig schwer. Ich sollte einen Titel raussuchen, nach dem ich mein Kind benennen würde. Ich habe gar nicht so viele Bücher bisher gelesen oder in meinem Bücherschrank, wo überhaupt Namen drauf sind. Und wenn, dann sind es Namen, die ich jetzt nicht unbedingt dem Kind geben würde. Mir fällt da zum Beispiel gerade Harriet ein. Ist irgendwie nicht so ein cooler Name. Deswegen habe ich mal eins genommen, was ich immer noch nicht gelesen habe. Oh Schande. Wo ich aber den Namen ganz gut finde. Das ist Jessicas Geist von Andrew Norris. Das hört sich so gut an und ich will es endlich mal lesen. Ich habe es in irgendeinem Unpacking mal erwähnt. Ja, wird dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr was, aber zumindest hat mich dieser Tag mal wieder in Erinnerung geführt, dass ich dieses Buch noch habe. Es ist auch gar nicht so klein geschrieben, man könnte es schneller lesen. Aber Jessica finde ich einen ganz schönen Namen und naja, wenn ich einen nehmen müsste von den Büchern, die mir so eingefallen sind, dann wäre es Jessica. Sehr schön fand ich die Frage, Title of your ideal job. Ha, und dann habe ich das hier mal genommen. The Travel Episodes, Geschichten von Fernweh und Freiheit. Das wäre doch ein cooler Job. Einfach in Anführungszeichen rumreisen und über die Reisen schreiben. Ihr wisst, ich liebe es zu verreisen und ich bin kein Reiseblogger geworden. Hätte ich mir vielleicht vor 7 Jahren anders überlegen sollen. Aber ich glaube, wenn das der Job ist, ist es auch wieder was anderes, als wie man sich das jetzt so romantisch ganz toll vorstellt. Ist sicherlich auch ein toller Job, aber vielleicht hat es auch Schattenseiten, das denke ich schon. Aber irgendwie hat das ganz gut gepasst und deswegen habe ich mir dieses Buch dazu ausgesucht. Ich habe es auch immer noch nicht gelesen.
Hier hatte ich eine sehr große Auswahl bei der nächsten Frage, und zwar ist die Title of a Place You'd Like to Visit. Und ich habe ja einige von den Ein-Jahr-In-Büchern, zwei habe ich schon gelesen, allerdings von Städten, wo ich selber schon war. Ich habe aber auch ein paar, die ich gerne noch besuchen möchte, und da habe ich mir ausgesucht Ein Jahr in Tokio von Julia Berger. Und Tokio möchte ich auf jeden Fall unbedingt nochmal besuchen. Ich glaube, es ist eine ganz andere Welt, eine ganz spannende Stadt. Und vielleicht nehme ich mir das für nächstes oder übernächstes Jahr mal vor, da mal eine Woche hinzureisen. Müsste ich mich jetzt erstmal noch weiter informieren. Auf jeden Fall ist es aber eine Stadt, die ich unheimlich gerne mal erleben möchte. Vorher lese ich aber vielleicht das Buch mal. Und ja, deswegen passt der Buchtitel ganz gut zu der Frage. Haha, Title of Your Love Life. Ihr wisst, dass ich dazu nichts sage, deswegen habe ich mir das Paket ausgesucht. Es ist ein verschlossenes Paket und ich werde es nicht öffnen. Deswegen ist das die Antwort auf die Frage nach meinem Liebesleben. Auch eine sehr philosophische und schwierige Frage ist nach einem Titel mit einer Frage, die man sich selber stellt. Also Titel, wie ist es genau benannt? Nee, Questions You Ask Yourself. Okay. Ich habe mir einfach mal das hier rausgezogen, das habe ich sogar schon gelesen. Internet, Segen oder Fluch. Ich bin selber viel im Internet unterwegs, ich verdiene auch ein paar Brötchen damit. Ich bin Blogger, ich mache YouTube, ja, aber trotzdem Segen oder Fluch. Hier geht es auch um Facebook und es ist ein sehr gutes Buch, wie ich finde, was beide Seiten oder ja, wenn es bei zwei Seiten eines Themas gibt, gut beleuchtet. Das ist von Sascha Lobo, den kennen vielleicht viele, zumindest die, die online unterwegs sind. Und die Co-Autorin war Katrin Passig. Und ja, es ist sogar eine Widmung drin, deswegen liebe ich dieses Buch. Kann man nicht so richtig lesen. Für die famose Claudia, das bin ich. Und ja, aber das war zumindest ein Buch, wo irgendwie so eine Art Frage drauf ist. Und die finde ich auch gar nicht so falsch. Ganz einfach war dagegen diese Frage nach einem Title of a Kingdom you want to rule or name. Also ein Königreich, welches ich benennen würde oder in welchem ich herrschen möchte. Caravel! Eigentlich ziemlich simpel, oder? Ja, Caravel ist ziemlich cool. Ein ganz, ganz tolles Buch. Habe ich eine Einzelrätsel? Ich glaube, ich habe eine Einzelrätsel dazu gedreht. Dann verlinke ich euch die meine Infobox, wie auch die anderen Bücher natürlich. Und falls es da Rätsel zu gibt. Und ja, Caravel ist spannend, ist aufregend, ist Abenteuer, ist bunt, schwarz-weiß auch. Und Caravel ist einfach ein sehr cooles Buch und eine tolle Welt. Und deswegen passt das, denke ich mal, zu der Frage. Und die letzte Frage ist, Title, you'd name your band. Also, wie ich meine Band nennen würde. Und da habe ich mir ausgesucht von Markus Sakei, glaube ich heißt der, Die Abnormen. Das habe ich auf dem Kindle gelesen, deswegen blende ich es euch ein. Ich finde, Die Abnormen ist ein ziemlich cooler Bandname und es wäre auch ziemlich abnorme, crazy Musik wahrscheinlich, weil ich keine Musik machen kann. Ich habe zwar zwei Instrumente mal gelernt, aber ich glaube, ich kann weder singen noch kann ich diese Instrumente noch spielen. Also von daher wäre das eine ziemlich abnormal schlechte Band. Also finde ich Die Abnormen ganz cool. Ich habe den zweiten Teil von dem Buch übrigens immer noch auf dem Kindle. Das gab es mal im Kindle Deal. Ich fand den ersten richtig cool. Da geht es eben um Menschen, die Mutationen haben, dadurch an Fähigkeiten. Und das ist so das Hauptthema. Fand ich richtig gut. Werde ich vielleicht demnächst dann, wenn ich unterwegs bin, auch mal den zweiten Teil zu lesen. Es schlummert hier auf dem Kindle. Und ja. Das war dieser Tag. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Antworten ganz interessant. Keine Ahnung, ihr könnt mir ja mal, wenn ihr selber keine Videos macht, eure Antworten hier unten reinschreiben. Ich finde den Tag richtig cool und witzig und interessant, wenn man sich wirklich Gedanken machen muss. Es ist nicht so einfach, aus den Buchtiteln, die man so kennt, gelesen hat oder eben noch lesen möchte und ja hat bei sich zu Hause oder auf dem Kindle, irgendwas zu den Fragen zu beantworten. Manche sind wirklich schwer. Und ja, deswegen freue ich mich, wenn noch andere den Tag auch machen würden und mir den dann schicken. Und die Leute, die ich getaggt habe, sollten ihn auf jeden Fall auch machen, falls sie ihn nicht sowieso schon gemacht haben. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag oder Abend und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!